Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde GT Sport. Wir sind hier in Brasilien, in Interlagos, fahren hier insgesamt 5 Runden, ohne Treibstoff und ohne Reifenverschleiß. Das heißt also kein Pflichtboxenstopp sozusagen. Was heißt Pflicht? Ja, also wir müssen nicht rein, weil es eben diese Verschleiße und Verbräuche nicht gibt. Bin hier unterwegs mit meinem Ford GT. Ich mag Interlagos sehr, die Strecke liegt mir eigentlich. Hab's trotzdem nur auf Platz 10 geschafft. Mehr war irgendwie jetzt qualitechnisch nicht drin, aber könnte trotzdem ganz spannendes Rennen werden, weil die Strecke ist nämlich definitiv nicht einfach zu fahren. Und da wird sicherlich das ein oder andere Unfällchen oder Ausfällchen geben hier. Von dem her, lassen wir uns mal überraschen, was hier passiert. Und es geht auch schon gleich los, ein paar Sekunden. Es sind insgesamt 15 Fahrer hier aus verschiedenen Nationen. Frankreich, Spanien, Russland, Belgien habe ich da noch gesehen. Ja, wird auf jeden Fall interessant und spaßig, hoffe ich. Ich hoffe, die Leute fahren hier fair. Das ist ja wie immer das A und O, dass das Rennen auch Spaß macht. Aber ja, schauen wir selbst. Ansonsten haben wir hier noch Fahrer aus Österreich, müsste das sein. Nee, das ist nicht Österreich, das ist Polen gewesen. Ja, England, wie gesagt, bunt gemischt. Wie gesagt, mit dem Ford GT hier unterwegs. In Top-Zeiten wurden hier mit dem Audi R8 gefahren. Ja, bin ich auch schon gefahren hier mit dem Audi. Auch kein schlechtes Auto, aber heute GT-Time. Und los geht's hier. In Interlagos. Als erstes kommen wir hier gleich durch das Senna S. Das ist auch immer sehr, sehr tückisch. Ich glaube, ich bin ja ganz gut durchgekommen. Oh. Spitze. Was soll denn der Quatsch? Hat sich wieder irgendeiner vertan beim Anbremsen? Ist immer das Gleiche hier in den Online-Rennen. Aber auch sehr, sehr früh langsam geworden hier. Auf jeden Fall interessante erste Runde. Bin jetzt leider hier auf die 13 zurückgefallen. Bedingt durch den Unfall natürlich. Ah, gelbe Flagge. Einer rausgerutscht. Ja, die ist nicht einfach, die Strecke. Gar keine Frage. Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass hier Leute mitfahren, überhaupt keinen Plan haben und vorher nicht mal ein freies Training fahren. Oh. Noch mal einer rausgerutscht. Jetzt bin ich wieder auf 11. Werden noch gleich zwei abgebremst. Ob mir das hilft, weiß ich noch nicht. Ah, wie früh bremst denn der an? Das gibt's ja nicht. Auf einmal steht der da vor mir. Sorry an dieser Stelle, aber was hätte ich jetzt da noch machen sollen? Boah. Hier wieder auf meinem 10. Platz und habe hier einen Mercedes vor mir, der überhaupt nicht weiß, was er will.
habe jetzt ein bisschen Luft gewonnen zu meinen Hintermännern. Was ja nicht unbedingt schlecht ist, aber komme jetzt den beiden vor mir auch nicht mehr so richtig hinterher. Kommen jetzt in die dritte Runde. Schauen wir mal, was hier noch möglich ist. Gelbe Flagge sehe ich hier wieder. Hat es eingedreht. Und er steht da, keine Ahnung, warum er da steht. Ja, somit bin ich schon mal auf 9. Will ich mal sehen, dass ich mich hier an den Mercedes noch ansaugen kann. Ah, der siebtplatzierte der Engländer ist, glaube ich, auch ein bisschen weit rausgekommen. Aber ja, alles im grünen Bereich. Kommt doch nicht so zurück. Das gibt's ja nicht. Jetzt aber. Ist vorhin schon so komisch rumgerutscht mit seinem AMG. Spanier jetzt hinter mir. Ich kann bloß Auto nicht erkennen, aber das könnte ein Ferrari sein. Jetzt kommt der da außen angeschossen. Das funktioniert hier doch nicht in der Kurve. Das Senna S. Ja, vierte Runde, achter Platz im Moment. Spanier saugt sich da jetzt ein bisschen an mich ran. Ne, das ist auch ein GT. Nur in Rot, wer macht denn sowas? Ah, mein Vordermann hat eine Strafe bekommen, aber nur eine halbe Sekunde. Oh, beide. Sechster und siebter. Okay. Nein! Aber wieso dreht es denn die Karre immer gleich? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Jetzt bin ich leider wieder auf dem 12. hier in der vorletzten Runde. Das stinkt mir jetzt ein bisschen. Ja, wie langsam will ich hier noch werden? Ja, schade. Ich hatte mich vorhin echt gefreut, wieder dran zu sein. Nach dem Unfall in der ersten Runde, aber wie gewonnen, so zerronnen, sagt man immer so schön. Keine Strafe fürs Rausfahren. Also der Strafenkatalog bei GT Sport ist wirklich seltsam. Also heide, nein, jetzt hätte er mich fast abgeräumt. Gibt's ja gar nicht. Jetzt bin ich wieder auf 11, aber es sind eh nur noch 13 Fahrer dabei. Wir sind ja eh schon in der letzten Runde. Zehnte hat da vorne noch eine Strafe, aber oh, fast schon das Gleiche passiert. So, der erste ist schon im Ziel. Ich glaube, das ist auch, ich
kann sich erkennen, aber ich glaube, das ist nur eine halbe Sekunde. Da ich fast 3 Sekunden Rückstand habe, bringt das nichts mehr. Also bringt mir nichts, sagen wir es mal so. Ja, somit werde ich ja leider nur Elfter. Noch einen Platz schlechter, als ich gestartet bin, ist natürlich echt schade. Zumal es wieder echt gut lief, ab der zweiten, dritten Runde, aber kann man nichts machen. Es ist halt leider oft so, dass einem die Leute reinfahren. Oder vor allem plötzlich abbremst, wo man denkt, wieso bremst der da schon? Aber gut. Ja, so ist das hier bei den Online-Rennen. Das ist nicht einfach, manchmal auch nicht ganz fair. Ich bin einem auch hinten reingefahren. Ja, unabsichtlich, sage ich jetzt einfach mal. Gibt es halt leider manchmal. Aber okay. Leute, das war's vom heutigen Online-Rennen von meiner Seite aus. Wie gesagt, kommen im Moment etwas weniger Videos, weil es erst am 6.7. mit dem Nations Cup und der Manufacturer Series weitergeht. Da gibt es dann wieder wöchentlich Videos, regelmäßig vor allem. Ich freue mich drauf. Nächsten Samstag geht es offiziell weiter. Ich denke, dass ich zwischendurch noch das ein oder andere Online-Rennen-Video hochstellen kann. Vielleicht auch, wenn es mal temperaturtechnisch ein bisschen kühler wird draußen. Es ist nämlich ganz schön warm. Vor allem hier in so einem Sitz zu sitzen, ist auch nicht ganz so angenehm. Aber okay, um das soll es ja nicht gehen. Es geht hier um GT Sport. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne einen netten Kommentar da lassen. Oder meinen Kanal abonnieren. So seid ihr automatisch up to date, wenn es hier nächste Woche weitergeht. In der Manufacturer Series und dem Nations Cup. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.